einen wunderschönen guten Tag gewünscht hat draußen, mein Lieben. 11. Juni, 13.24 Uhr. 13.24 Uhr, naja, so kann man auch mal den Tag anfangen hier. Meine kleine Mini-Motti-Lotti. Eigentlich war ich der Meinung, dass sie müde ist, aber okay, scheint dem nicht so zu sein. Ich werde sie jetzt nochmal füttern und dann werde ich ganz kurz einkaufen fahren. Weil wir gerade spontan entschieden haben, doch nochmal zu grillen heute mit Freunden. Oh, jetzt sind die ganze Zeit Furz oder sind eingekackert? Gar nichts von beiden. Pupsen kann sein, klar. Und die riechen auch richtig übel. Ja, natürlich ist sie pisselt. Hier, guckt mal, das sind alles Klamotten von Oceans Apart. Warte mal bitte kurz. Das sind alles Sachen von Oceans Apart, die ich verlosen werde auf Instagram. Was denn? Ich hab eine Idee, wenn Florida ist, ja? Ja. Dann können ja Mara, Nele und ich hier im Pool. Dann hast du Zeit zum Einkaufen, hast noch ein bisschen Zeit, alles aufzudenken und so, ja? Und kommt Flori. Ja. Und dann redet ihr ein bisschen und dann gehen wir alle im Pool. Also nicht ihr. Wir gucken nachher mal, ja? Ich muss jetzt erstmal schnell einkaufen gehen. Weil durch diese Planänderung muss ich jetzt schon wieder einkaufen gehen. Das war jetzt so gar nicht geplant, aber naja, egal. Ich suche jetzt hier mal ganz kurz Klamotten raus für die Kleine. Ich überlege jetzt gerade, was ich hier anziehe. Jetzt habe ich einfach die Hose auseinandergeklappt. Matthias möchte immer noch die Marlenes Auto natürlich irgendwie gucken, dass es ein bisschen läuft. Ja, also ich mache ja sein Auto schon seit 20 Jahren. Auch wenn ich jetzt nicht besonders begabt bin, was Auto reparieren angeht, habe ich theoretisch sehr viel Ahnung davon. Und eine kaputte Klimaanlage kann alles sein. Im schlimmsten Fall ist es halt der Kompressor und ein gebrauchter Klimakompressor, ja. 80 Euro, glaube ich, ne? Ja, zwischen 15 und 80 Euro. Mhm. Und ja, der kann auch kaputt sein. Also klar, aber das kostet jetzt hier nicht für die Welt, ja? Also, und dann ist es noch dazu ein Passat, also VW, diese Baugruppe, die kriegst du hinterhergeschmissen. Also ich habe für sie einen neuen Schalttafel geholt für die Fensterscheiben. Ja. 28 Euro. Ja, 27 Euro noch was. Also ich meine, das ist halt ein Golf, also du kriegst das halt hinterhergeschmissen. Komplett bremst das, keine Ahnung, sag ich jetzt mal 19, ist jetzt übertrieben. Aber kostet halt ja nichts. Also es gibt halt sehr viele von diesen Autos und deswegen sind natürlich auch sehr viele Ersatzteile verfügbar. Und deswegen sind sie dann heute relativ günstig in der Beschaffung. Und die Klimaanlage kriegen wir in den Griff. Es kann natürlich auch einfach nur eine Leitung sein. Also beim Golf hatten wir ja genau das gleiche Problem. Aber wäre es undicht, dann hätten sie es dir doch gesagt. Ja. Also ich glaube auch, dass es halt der Kompressor ist, der einfach nur, also oft sind es die Kupplungen da drin, die halt Klick machen, damit der dann quasi loslegt. Mama, Mara, guck mal hier eine Waffel ab. Och Mann, ey. Und dann nochmal, weil sie gesagt haben, dass der so viel verbraucht, der verbraucht unter 6 Liter. Ja, ich finde den auch nicht, Was denn? Du kannst nicht die Waffeln nur für dich essen. Mama, ich habe zwei Packungen erst gekauft und zweitens hat er jetzt von den Dingern schon drei Stück. Ja, aber wieso muss er... Ja, ich habe ihn einen zurückgegeben, guck. Ja, da hast du zwei Stück bekommen anstatt einen. Warum? Nein, das eine ist im Müll, weil das noch geworden ist. Darf ich jetzt auch mal? Warum soll er denn eine zweite Packung Waffeln aufmachen, wenn doch schon eine offen ist? Ich habe keine zweite Packung Waffeln. Ich habe extra so gemacht, dass er es nicht sieht, dass er es nicht möchte, weil ich habe extra... Ich habe ihm gedacht... Aber er hat es mitbekommen und er hat es gesehen und er möchte auch eine Waffel. Ja, es ist mir jetzt gerade... Wo sind die Waffeln? Hier neben mir, aber er kriegt jetzt keine Waffel. Er hatte davon einen bekommen, er hat sich dafür drei genommen. Nein! Oh. Ich glaube nicht, dass er sich einfach irgendwas nimmt, ohne zu fragen. Naja, doch, wir waren gerade in dem Stress. Nein. Nimm jetzt hier nicht einfach das dritte Ding, das hat er mir nämlich hier gerade wieder hingelegt. Nein. Maris, nimm es wieder. Nein, das nimm es. Angeln gerollt. Hast du doch offen gehabt. Nein, habe ich nicht. Nimm es jetzt bitte. Nein. Gib ihm trotzdem das, damit er auf Warten will. Alter, was zur Hölle, Mama? Was ist eigentlich... Ja, Mara, du kannst nicht einfach eine Waffel nehmen und... Ich habe ihn nicht schon davon gesagt, obwohl ich es nicht wollte. Weil das ist aber nicht zu essen, das ist Süßkram. Okay. Ja, hättest du gar nicht machen brauchen, das stimmt. Gut, ich werde jetzt erstmal die Kleine schnell einmal umziehen. Leg's mir mal auf den Wickeltisch, bitte. Und dann werde ich schnell einkaufen fahren. Ich muss nochmal das Auto auslesen. Soll ich auch noch machen und so. Ich stelle ihn jetzt vor die Tür, erstmal genau vor das Ding, ja? Kurze Hose ist aber zu frisch, wa? Ja. Kurze Hose ist mir noch ein bisschen... Ich habe das hier. Warte, bin gleich da. Das ist ja ein Body. Das ist ja noch kürzer. Hallo Baby. Hallo Baby.
Magst du mir was erzählen? Klasse. Möchtest du mir ein kleines Liedchen singen? Hallo Baby. Super süßes Baby. Malu ist eine super Maus, super süße Knuddelmaus. Na, erzähle. Ich habe wieder vergessen zu filmen beim Einkaufen. Naja. Einmal schnell die Flaschen alle holen. Ich muss nämlich heute noch mal einmal Sterilisation anmachen. Wir haben jetzt Besuch da zum Grillen. Matthias bastelt die ganze Zeit ganz fleißig an Marlenes Auto in der Hoffnung, dass sie Musik hören kann. So. Wir schneiden gerade das Brot. Also sie schneiden das Brot auf. Das ist so eine faire Aufteilung. So. Mara, wie viele Flaschen haben wir jetzt noch oben? Glaube ich, eine noch. Eine oder keine? Eine oder keine? Eine oder keine? Keine hört sich ungünstig an. Ich habe dann eine. So. Das war schnell, damit das hier seine 45 Minuten okay durchlaufen kann. Okay. Was war's? Aber muss offen sein. Das mache ich endlich. Oh, ich lasse mal draußen, falls da Brot bleibt. Ich lasse die Tüte mal draußen, falls da Brot bleibt. Ja. Mach das mal. Das hab ich schon wieder gemacht. Machen möchte oder ob ich das machen soll. Papa, möchtest du die Flaschen machen oder soll Mama machen? Er kann es machen. Na klar, okay. Ja, ich hasse das nämlich. Ja, ich weiß, ich hasse das ja. Ja, aber ich hasse immer. Ach, wie süß sie einfach aussieht. Sieht gut aus. Sie, nicht du. Sie sieht so gechillt aus bei dir gerade. So, und der Grillmeister macht hier was? Der macht lecker Brot. Das sieht so richtig vegetarisch freundlich aus hier. Aber es bleibt die Wurst durch. Ja, da liegt noch mehr Kram. Guck, das. Was ist denn das hier? Ist das Charakters? Ja. Okay. Übergut. Okay. Was habt ihr denn hier noch alles mitgebracht? Das ist ja ein Back. Tafel? Was ist das? Na, ich bin gespannt. Ja, ich hab schon Flüssigkeit reingemacht, ja? Warte, ich muss mich noch irgendwo hinsetzen, warte. Hätte ich doch hier. Du siehst, wie du dein Schild aber warum mit mir? Sie war die ganze Nacht draußen, deswegen pennt die jetzt so. Die lag vorher auf dem Stuhl und Mara hat sie einfach genommen und sie hingelegt und sie pennt weiter. Süße Maus, ha? Ich würde da jetzt gerade die kleine Nummer, ich glaube, die erste Flasche, das hat ihr nicht so ganz gereicht. Irgendwie. Sie hat heute mega lang geschlafen, bis um 10.32 Uhr, glaube ich. War auch lange wach gestern? Nee. Ne? Sie ist um 20 Uhr noch, das ist sie komplett eingepennt für die Nacht. Also es war schon heftig heute. Aber vielleicht hat sie es einfach gebraucht. Was hast du da jetzt hingelegt? Die kleine Kamera?
Genug Katze gefilmt. Wir machen heute Chili Manili. Ich habe meinen Part für heute schon erledigt, soweit. Voll gut. Ich kümmere mich jetzt ums Baby und eben ihr Wohlbefinden. Sie reibt sich gerade die Augen. Kurz vor 12. Vielleicht mag sie noch mal schlafen. Ich glaube, ich würde mich da auch noch mal hinlegen. Weil ich bin richtig knülle. War ja auch eine kurze Nacht. Man überlegt, dass ich normalerweise um 21 Uhr im Bett liege. Was mit dir? Bist du auch müde? Geht. Ja. Bisschen leid wird. Magst du noch ein bisschen? Ich verstehe nicht, wie du sie so füttern kannst. Ich finde das total ungenau. Wie? Also wenn du sie so hältst, nach vorne hin. Wieso ungenau? Ich weiß auch nicht, das ist so ohne Liebe. Das funktioniert irgendwie nicht richtig. Ich mach das immer so. Und so. Und dann kuscheln wir so ganz doll. Dann fütter ich sie immer. Mach ich das auch mal nachts. Okay. Dann nimmst du jetzt die Kamera mit nach oben. Mhm. Ich verabschiede uns. Das war's hier von uns für euch. Oh Gott, bis morgen um 18 Uhr. Ach nee, morgen gibt's ja kein Video. Ihr könnt mir mal alle unten in die Kommentare schreiben, was ihr heute auf dem Sonntag gemacht habt. Das würde mich mal interessieren. Dadurch, dass der Tag gestern komplett anders verlief, als ich ja wollte, habe ich jetzt meinen ersten Hilfekurs gar nicht gemacht. Muss ich mal gleich gucken, wie ich den nochmal irgendwie in anderen Terminierungen finde. Ich fresse sie gleich auf. Tschüss.